Hallo Freunde des Offroader Meeting West. Ich darf euch hier auf dem 61. Treffen des Offroader Meetings begrüßen. Leider nur virtuell. Denn ihr wisst alle warum, ich sage es jetzt nicht nochmal, das Thema beherrscht uns ja den ganzen Tag. Am 17.01.2016 trafen wir uns zum ersten Mal in Virginia in Monheim zum Offroader Meeting West. Es war ein Versuch, ein allgemeines Treffen, ein markenoffenes Treffen zu installieren hier in NRW an einer zentralen Stelle. Und ich muss sagen, es hat auf Anhieb geklappt. Aber schaut bis jetzt diese alten Aufnahmen. Heute am 17.01.2021 feiern wir den 5. Geburtstag Offroader Meeting West und wer hätte es gedacht, dass es solch ein Erfolg wird, auch über die NRW-Grenzen hinaus. Habt Spaß beim Schauen und ich hoffe, wir sehen uns alle in naher Zukunft wieder auf einem unserer Treffen. Bleibt bis dahin gesund, ja, und pflegt eure Autos schön, ganz wichtig, denn die wollen wir dann auf unseren Treffen wieder sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über den ein oder anderen Kommentar freuen. Es wird ein langer Film, für den einen vielleicht langweilig, für die anderen, die mögen in Erinnerungen schwelgen und sich auf die Zukunft wieder freuen. Also, viel Spaß dabei und bis demnächst beim Offroader Meeting West. Ich grüße euch, Joachim. Mein Name ist Frank Frank und ich habe mir jetzt im Oktober einen Jeep gekauft und im Zuge dessen bin ich dann über diverse Foren halt auf. Ja, jetzt haben wir Premiere-Treffen beim Offroader Meeting West. Hast du mit solch einem Zuspruch gerechnet? Nö. Nee. Es ist ja schon erstaunlich, wie viele Leute gekommen sind. Und ich denke, das sind in Zukunft noch nicht alle, ne? Ja, fürs Premiere-Treffen sind wir jetzt, glaube ich, bei 30 Autos. Ja, fast 30, ja. Ja, wunderbar. Ne, sind 30, hast recht. Sind 30, ja. Ne? Ja. Ja, ist herrliches Wetter heute bei Schneefall und Glatteis. Trotzdem alle hier hingekommen. Ja. Was sagen wir von der Zukunft? Wie wird sich das entwickeln? Hast du da schon eine Ahnung? Du hast ja gute Beziehungen nach oben. Es wird mächtig, mächtig. Offroader Meeting West, Mike Regel begrüßen. Mike, erstmal die Frage, wie hast du zu uns gefunden? Warum bist du hier hingekommen? Ja, das ist ganz einfach. Ich fahre ja schon seit 3 Jahren oder fast 4 Jahre jetzt einen Jeep Wrangler. Ja, und dann sucht man sich ja Gleichgesinnte. Ja, und dann habe ich mir den Dirk irgendwann kennengelernt und dann ein paar auch hier aus der Truppe und dann habe ich angefangen mitzufahren. Ja, und dann habe ich gedacht, hast du noch ein paar Bekloppte außer mir? Ja, da freut man sich ja. Und dann habe ich gesagt, da schließe dich an und... Thank you.
hast letzte Woche, wolltest du schwimmen gehen mit deiner Familie, habe ich gehört, in Landgraf. Ja. Und das Auto ist schon wieder ganz hübsch. Jetzt erzähl doch mal, was ist dir da passiert? Wir wollten ins Wasser fahren. Hin hat es geklappt, zurück nicht ganz. Alex meinte, zeigte rüber, fing an zu grinsen. Dann denke ich, das ist ein dummes Zeichen, wollte rüberlenken und dann hängen wir schon fest. Ihr hangt nicht nur ein bisschen fest, ihr hangt richtig. Hängen. Hängen. Ja, aber was denn jetzt? Also, das Auto war echt. Wir steckten fest. Ihr stecktet fest. Ihr habt auf der Rücksichtsgruppe. Ja, und heute auf dem Offroader Meeting West ist der Jörg mit seinem ganz speziellen G. Erzähl uns noch was über dieses wunderbare Auto. Ja, Rallye Paris-Dakar ist genau das richtige Stichwort. Das ist eine hundertprozentig originalgetreue Kopie von dem Paris-Dakar Siegerfahrzeug 1983, mit dem Jackie X und Claude Brasseur die Gesamtwertung der Rallye gewonnen haben. Das ist der erste und einzige Sieg, den Mercedes bei den PKWs jemals gemacht hat und ist auch der erste und einzige Sieg von Jackie X. Von daher ist es ein sehr besonderes Fahrzeug, da das Originalfahrzeug nicht mehr existiert oder verschollen ist. Und wir haben das Auto nachgebaut mit Hilfe von Mercedes-Benz, Texaco, Michelin und Heller mit originalgetreuem Baujahr, mit originalgetreuen Teilen und mit Hilfe von den Leuten, die damals bei Mercedes an dem Auto auch geschraubt haben, mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wir sind die wahren Yps-Fahrer, ne? Das ist der Detlef und der Thomas. Genau. Und wir zeichnen uns aus durch unser fahrerisches Können im Gelände. Zum Beispiel auch, richtig. Aber nicht korrekt. Durch die Fahrer, sondern durch unsere Autos. Ja, nicht nur. So ein bisschen muss er. Ja, mehr oder weniger. Ne? Er ist der Erfahrene, wie ich. Das sieht man, wie er durch das Gelände fährt. Ne? Detlef kommt überall durch. Ne? So. Soll man sonst noch was sagen? Ja, nee. Hat sich an für sich. Den Rest sieht man ja im Gelände. Ja. Ne, muss man jetzt nicht viel dokumentieren. Man sieht die Autos. Und haben wir ja jetzt wieder auf der Lava-Insel da gesehen. Ne? So genau. Souverän. Genau. Und wenn Joachim ja auch mal schwächelt. Uns, wenn er uns ja auch mal im Gelände filmen würde. Ja, ne? Ja. Dann würde man die wahren Qualitäten der Fahrer und der Fahrzeuge sehen. Genau. Weil der Herr Rudelführer hat ein wenig geschwächelt. Ne? Ja. Woran lag's? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, er war ein bisschen zurückhaltend. Ne? War sehr zurückhaltend. Ja. Aber das ist ja im Prinzip, das ist ein Nehmen und ein Geben. Ein Fahrer kann nur so gut sein wie das Fahrzeug. Und im Umkehrschluss kann das Fahrzeug auch letztendlich nur so gut sein wie der Fahrer selbst. Richtig. Und ich finde immer, da wo wir zwei auftauchen, ist ein Rudelführer ganz weit weg. Ja, das Problem. Oder ich sag mal, die Situation, in der wir uns bewegen, ist ja die, wo andere aussteigen. Da steigen wir erst ein. Ja, das ist ne? So, ne? Und das spiegelt sich halt dann in der Umbaustufe der Fahrzeuge halt wieder und auch in der Situation im Gelände. Ich finde das ganz gut, dass wir das als einfache Indianer auch mal hier sagen durften. Ne? Genau. Das ist ja alles offen. Genau. Die Probleme und die Jobcast da und was es da also gibt, ne? Dass wir das mal offen ansprechen konnten. Ne?
Ich hoffe, der Rudelführer ist nicht sauer auf mich. Guck, ne? Hallo. Hallo. Ja, guck mal, vor allen Dingen dieses Ganze, ich sag mal, die ganzen Fähigkeiten unserer Fahrzeuge holen wir ja aus Fahrzeugen heraus, die ja mittlerweile, und das darf man nicht verkennen, weitaus älter als 20 Jahre alt. Richtig. Ja, so, ne? Und aus der damaligen Technik. Wir haben Blattfederfahrwerke. Kutschenfahrwerke. Ne? Richtig, die aber im Verhältnis zu den neuen modernen Spiralfederfahrwerken immer noch immense Vorteile aufweisen. Ja. Denn die amerikanischen Trail-Spezialisten gehen ja nicht umsonst her und rüsten ihre Spiralfederfahrwerke wieder um auf Blattfederfahrwerke. Siehst du, die Schweizer, ich krieg den. Ja, weil die eine viel höhere Gesamtstabilität des Fahrwerks im Gelände aufweisen. Da reißt nichts ab, da reißt nichts aus. Die halten einfach. Das ist alte amerikanische Militärtechnik und die funktioniert. Man sieht es ja bei unseren Fahrzeugen. Ja, also können die sich fahren mal in der oberen Liga. Ja, genau. Genau. Hast du das jetzt alles gesendet? Der schneidet jetzt stundenlangen Schnitt. Okay. Stehen wir beim Sebastian, der hat hier was in seinem Kofferraum gebaut. Sebastian, zeig doch mal einfach, was hier drin ist. Dann erklär mal kurz. Für die Unwissenden. Ich sag mal, da wir jetzt im September eine Pyrenäentour machen, über 8 oder 9 Tage sind das. Dann natürlich, halt, du hast ja kein Bock dann jeden Morgen und Abend, wenn du dann da anfängst, hier Frühstück zu machen, alles, dann musst du da rumkramen, wo hast du hier was liegen. Wo ist die Unterhose, wo ist das Salz, ne? Zum Beispiel, genau. Richtig. Ja. So, und du musst natürlich irgendwo eine Ordnung haben. So, und so weißt du ganz genau, hier ist Essenskram drin, da ist die Unterwäsche drin. Ja. Ja, und so bin ich auf die Idee gekommen. Ordnung ins Auto, ne? Richtig. Du hast überall Zugang zu. Erzähl kurz, was sind da für Kisten drin? Oder zeig mal, wie das funktionieren wird. Es ist noch nicht ganz fertig, glaube ich. Nein, also es ist noch ein bisschen im Bau und Plan. Ja, Planung. Der Verschluss fehlt noch, ne? Der Verschluss fehlt. Der Verschluss fehlt diese halt noch, sage ich ist jetzt aber mal. Auch schon da, ne? Genau, richtig. Die Lösung ist auch schon da, klar. Vorgegebene Leistung applizieren. Sagen wir mal zu der Paddlebox. Alles gut? Paddlebox ist echt beeindruckend. Fährt jetzt wie er soll, ne? Was ist der Unterschied? Ich muss nicht warten, bis er Gas annimmt. So eine halbe Stunde. Du kannst also unterwegs nicht aussteigen und gucken, was los ist, bevor der Gas annimmt, sondern er reagiert sofort. Keine Zeit. Ja. Ne? Schrecklich, keine Zeit, also immer weniger Zeit im Auto. Ne? Ja. Alles klar, danke dir. Super, ich danke auch.
mal was dazu sagen. Also wir machen ein geheimes Treffen, fahren zu mir. Zu ihm. Weswegen? Zu ihm. Weswegen? Zu ihm. Weswegen? Zu ihm. Weswegen fahren wir da hin? Wir fahren da hin, um für die Christmas Parade Vorbereitungen zu treffen. Lecker essen, lecker Kaffee trinken. Lecker essen, lecker Kaffee trinken. Genau. Und lecker essen, lecker Kaffee trinken. Und noch ein bisschen basteln. Ne? Was wollen wir da machen? Genau. Wir zeigen so ein bisschen. Ich darf dich recht herzlich hier am ersten Offroader-Meeting West begrüßen in Monheim. Erstmal dein Name, wie lautet der? Carsten heiße ich. Carsten, du bist du mit einem Defender hier hingekommen, fast allein unter Jeeps. Ja, woher Exot. Hast du erfahren, dass dieses Treffen stattfindet? Hast du es gehört? Ich habe es über Facebook mitbekommen, bin in die Gruppe rein. Ja. Habe mich gefreut, dass es jetzt hier auch eine gibt. Ja, ja, jetzt hat Anne auf Facebook angekündigt, dass sie heute ihre neue Winch vorstellt. Ich zeige euch jetzt mal, wie die aussieht. Und wer sieht sie? Tada! Da ist sie. Anne, wo hast du die her? Ich weiß, du hast Beziehungen zur Industrie. Ja, also ich habe die eigentlich mehr oder weniger von einem Mitbewohner von mir. Ja. Der wollte sein Lager aufräumen und hat mich gefragt, ob ich sein Lager mit aufräume. Der arbeitet in China in der Windenproduktion, glaube ich, ja, in der Entwicklung. Ja, ne? Ja, in der Entwicklung, genau. Ja. Und das ist wohl eine gebrauchte, deshalb war die etwas preiswerter. Ja. Das Originalfahrzeug wurde nicht mehr gefunden und dann habe ich halt gefragt, bevor es jetzt irgendwo im Lager in der Ecke liegt, ob ich das dann nicht für mein Auto haben durfte. Aber das ist ja schon eine super tolle Entwicklung, wenn man das sieht. Ein hochfester Kunststoff, also kein Gusseisen mehr. Nein. Ne? Das muss ja auch leicht sein. Ne? Im Gelände muss man nicht immer so auch viel Gewicht mitschleppen. Auch wenn dieses Seil ja nur einige wenige Millimeter hat, aber das zieht, glaube ich, enorm. 8 Tonnen. Ne? Ja, mindestens. 8 Tonnen. Ja, nicht 8.000 Pfund, sondern 8 Tonnen. Also 16.000 Pfund zieht dieses Seil. Genau, genau das so. Das ist unglaublich. Ja. Und wer jetzt denkt, dass das eine einfache Befestigung ist, überhaupt nicht. Spezial, wie nennt sich das nochmal? Windenträger. Windenträger, ne? Genau, die waren das. Die mussten wohl dazu gestellt werden. Ne? Hochfest, ich glaube, die waren fast teurer als die Winde. Ja, ne? Fast, genau. Das ist wirklich enorm, was unsere chinesischen Mitmenschen hier produzieren können. Aber die sind halt wesentlich weiter in der Entwicklung. Was ich auch schön finde, ist diese rote Farbe. Die ist ja auch aus Schutzgründen so. Genau, ne? Glaube ich, für Fußgänger. Damit man, richtig, ne? Fußgängerschutz, weil das ist ja hier auch ein wichtiges Thema heutzutage in Deutschland. Das heißt, die ist auch eintragungsfrei, glaube ich. Die ist frei, genau. Aufgrund der Miniaturisierung. Genau. Ja? Also eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich muss sagen, Anne, fantastisch, was du dir da besorgt hast. Genau. Und ich hoffe, dass die bald hier in Deutschland offiziell zu kaufen sind. Weiß man schon, wann die rauskommen? Nee, noch nicht. Also ich habe die näheren Informationen noch nicht rausbekommen können. Noch nicht verraten. Nee, leider nicht. Also ich glaube, da werden sich viele Abnehmer finden. Ja, und sobald ich also mehr darüber weiß, kann ich dir gerne die näheren Informationen zukommen lassen und dann veröffentlichen wir das. Ich habe gehört, du wolltest auch den Vertrieb dafür in Deutschland starten. Stimmt das oder ist das? Das ist noch geheim. Ah, okay. Da möchte ich noch nicht zu viel zu verraten. Da haben wir noch nichts gesagt. Genau. Ich glaube, das war jetzt ein Blick in die Zukunft, den wir hier machen konnten. Also herzlichen Dank, Anne, dass du uns das alles verraten hast. Ja, danke schön auch. Ich wünsche dir, falls du den Verkauf übernimmst hier, alles Gute. Ja, und ihr seid die ersten Abnehmer wahrscheinlich. Super. Ja, das ist auf jeden Fall. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja? Danke. Bis dann. Du bist jetzt mit einem außergewöhnlichen Auto hier, also jedenfalls nicht mit einem Jeep, sondern mit einem Suzuki. Mit einem Suzuki SJ413. Wie alt ist der Wagen? Der Wagen ist Baujahr 83. Was ist noch original an dem Wagen? Ja, alles. Alles original? Nein, der original. Sieht aber anders aus. Also die Karosse ist original, das Fahrwerk ist original, Übersetzung ist original.
das verbessert. Ja, gut. Der Motor ist nicht mehr original. Aha. Die Reifen sind nicht original, die Größe jedenfalls nicht, aber es ist eben alles eingetragen und alles zugelassen mit TÜV. Und was hast du jetzt für einen Motor drin? Da ist jetzt ein 1,6er Vitara-Motor drin, 1,6 Liter Also ein Abbau. Bisschen flotter und deftiger. Ja, der hat 20 PS mehr. Ja, okay. Du fährst damit wirklich auch Gelände, ne, so wie, wie der Wagen aussieht, ne? Ja, da wird richtig Gelände mitgefahren, aber eben auch auf der Straße. Ja. Warum bist du jetzt... unterwegs, allen bekannt als Shelter McCoy. Markus hat schon angeboten, mich mitzunehmen. Lieber Markus, in welchem Auto sitzen wir hier? Wir sitzen natürlich in einem Jeep, auch wenn wir zum Offroad-Treffen fahren, was eigentlich für allgemein ist, aber ein Jeep Wrangler 2,8 CRD. Von Aachener Zitronen und Kondom gemeinsam. Ist nicht allzu viel dran gemacht, ein paar andere Reifen, ein wenig höher. Anderer Frontbumper, Heckbumper, was man halt so braucht. Wir sind auf dem Weg zu dir. Ja, und jetzt fahren wir halt erstmal die ganzen Punkte ab und holen die Leute ab. Richtig. Also im Hintergrund hören wir natürlich den regen Funkverkehr. Wir sind zu einigen Autos hier unterwegs. Und ich weiß gar nicht, wie viele Autos sind wir jetzt? 6 Stück. Und wir suchen noch die Anne, die steht auf dem Parkplatz Frechen. Ich mache jetzt hier mal einen schönen Schwenk durch dieses wunderbare Auto. Und dann schauen wir mal, was hier innen drin so alles ist. Wunderbares Tachometer natürlich. Eine große Uhranzeige, 9.16 Uhr. Ich werde eine Gegendemonstration veranstalten. Mit dem Toni und der fährt jetzt mal keinen Wrangler JK, sondern eine ganz andere Marke und zwar ein Toyota. Hallo Toni, was Hallo. Fährst du? Ich fahre einen Toyota Land Cruiser, Modellcode ist BJ70. Das ist die erste Baureihe von den J7-Reihen, die man so kennt, ja. Und auch das Heavy-Duty-Modell. Er hat mehr Zuladung, er hat Blattfedern statt Spiralfedern. Es gibt noch ein Schwestermodell, auch Land Cruiser ja. J7. Der ist ein bisschen softer, der hat kleinere Achsen und Spiralfedern und so Geschichten. Der hier nicht, der hat ja. Blattfedern. Und ist prinzipiell vergleichbar oder der direkte Nachfolger vom BJ42. Also 3,4 Liter Vierzylinder Diesel. Wunderbar. Wie gesagt, großes Getriebe, dicke Achsen und so. Ja. Wie alt ist der Wagen jetzt? Der ist von 89 zugelassen. Er ist 90, aber... Ja. Wo hast du den her? Hier in Deutschland gekauft? Den habe ich in Deutschland gekauft, ja. In Oberhausen. Der veröffentlicht dann alles. Ne? Sperrrips Medium. Tot. Nee, der Joachim, ich glaube, das gibt heute nicht. Doch, mach mal was Schönes. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Anne, helf mir mal. Anne, der will ein Interview mit mir machen. Ich weiß nicht, was ich sage. Komm mal her, dann fällt mir das alles viel leichter. Geh mal auf Anne. Anne, setz doch. Doch mal mit dazu. Anne, komm mal her, Prinzessin. Pass auf, ihr könnt jetzt... Ja, Sebastian, du warst ja schon im Fürstenkochis und fährst ja auch mit deinen Autos durch der Erft und ne, sowas. Ja, sowas. Sowas können wir eigentlich gut gebrauchen in unserer Moddergruppe und... Du warst aber noch nie im, wie heißt er noch? Mammutpark. Ne? Nein. So, und danke. Und die Anne und die Männer, ne? Sie hat wirklich Erfahrung im Mammutpark, wo sie auch gefahren ist. Ja, mehr mit den Männern oder mehr mit dem Fahren? Mit dir. Ja. Viel Erfahrung, ansonsten bleiben wir beim Fahren. Ja, meine ich. Ich weiß ja jetzt nicht, wo du bist, aber ich war gerade im Prinzessin. Und dann kannst du dem Sebastian mal so ein bisschen erzählen, wie das war. Nee, das machst du mal. Nee, war schön, war sehr schön. Mit dir war das am besten. Vor allen Dingen musste ich immer raus und dann war mal, ich wollte natürlich auch Anne.
die sich festfährt, so, und dann kriege ich Bess. Ne? So, wer steigt aus? So, da konntest du nicht aussteigen, weil ich hätte dann über Anne steigen müssen. So, und das ging auch nicht, weil das war so tief, das war so tief, also musste ich raus. So, auf deiner Seite. Auf meiner Seite musste ich raus und dann haben wir den Abschlepphaken gesucht. So, so. Auf der falschen Seite. Auf der falschen Seite, weil beim Hübs ist es ja auf der anderen Seite. Da hat man schon Spaß. Man muss einfach mal mitfahren und ja, kriegen wir Spaß. Ne? So, ich gebe zurück an den Herrn Lützekirchen. Ja, eigentlich sollte das ja ein Interview sein. Ja, okay. Aber es war trotzdem sehr interessant, das zu hören. Er hat mich darüber das Prinzip Interview besteht ja darin, dass man eigentlich Fragen stellt. Ja, das ist ein Monolog. Das war die Einleitung. Das war die Einleitung. Jetzt bist du die Einleitung. Über das sendet denn. Naja, das hat schon wieder fertig. Ne? Vergisst du da das Schneiden, ne? Ja, nicht. Aber wir haben hier schon Dinge, da lagen wir als Stunden, lagen wir hier auf den Autos. Mit solchen Hacken. Anti mir so Frauenschuhe, so an. Da lagen die alle so auf, haben wir das nachgemacht. Ne? Was heißt ja eigentlich alle? Fast ich habe Fotos gemacht. Ja? Ich fand das so gar nicht zöllig. So was lasst mir doch nicht entgehen. Mit blauen Socken. Ne? Ja. Ja, ich habe aber noch ein Interview. Nee, du das auch. Nein, nicht jetzt. Hey, komm, jetzt mach ein Interview. Nein, ich bin fertig. Ich schub mich auch an. Ans Mikro. Wir haben ihn kennengelernt oben auf dem. Da sind wir immer so ein bisschen schwarz gefahren. Da sind wir samstags gekommen. Da haben wir dieses Auto gefunden. Das war bis zu den Scheinwerfern weg. In frisch aufgeschüttetem Boden wollte der Mike eine Wendung hinlegen, hat dann noch versucht mit der Schaufel, ging nicht mehr. Und wir denken noch, oh, guck mal, JK abgesoffen. Das ist aber übel. Aber weit und breit kein Mike. 50 Meter weiter stand das Auto von seiner Tochter. Irgendwie so eine Gehhilfe aus Dingens, die stand auch weg bis dahin. Die haben wir dann rausgezogen und haben das Ding auf dem Weg stehen lassen. Und sind dann als wir dann am Sonntag wieder kamen, stand er schon da. Und der ADAC war schon unterwegs. Seitdem heißt das, wenn wir im Gelände verrecken, haben wir den Jeep nicht versenkt, sondern gekrägelt. Das ist richtig, das ist richtig. Dankeschön. Kein Steinschlag? So reich! Kann sein rot oder pink werden? Ist Klaus. Klaus ist auch Nietenfahrer und kann nicht sprechen. Hat vor allen Dingen ein Problem mit den Schlüsseln, die er morgens nicht findet. Auch. Aber es ist alles gut geworden, ne? Und du hast dir zum Offroader-Meeting West gefunden, wieder in Monan, in Virginia. Ja. Nach 4 Jahren bist du jetzt nochmal hier, glaube ich. Ne? Ich glaube, du warst zur Gründungsveranstaltung vor 4 Jahren, sagen wir jetzt einfach mal. Ja, weil das hört sich rein
vom Geschichtsaufbau her besser an. Ne? Vor 4 Jahren warst du also genau hier und du hast gedacht, da musst du nochmal hin, ne? Weil die Veranstaltung immer berühmter wird. Und jetzt fragen wir einfach den Klaus, warum bist du denn wirklich gekommen? Ja, jetzt guckt er doof. Wir fangen nochmal neu an. Hier ist Klaus. Nein. Hier ist Klaus. Hier ist unser Klaus. Der Klaus kommt aus Lippstadt. Aus Lippstadt kommt er. Und er redet für sein Leben gerne. Interviews macht er ganz gerne, weil das ist eine richtige Mediensau. Und den habe ich heute als erstes interviewt, weil wir haben ja dieses Mal beim Offroader Meeting West unser 4-jähriges Jubiläum. Vor 4 Jahren warst du auch das erste Mal hier. Und das hast du zum Anlass genommen, hier nochmal hinzukommen, um das gebührend zu feiern. Ja, und den Offroad-Papst, dem Holger, meinen Besuch abzustatten und seiner lieben Frau Tanja. Die sitzt uns hier gegenüber. Die wollte jetzt eigentlich auch noch zu dir kommen. Die ist neben dich. Aber die ist erkältet und möchte dich nicht anstecken. Okay. Jetzt haben wir schon so viel Mist erzählt. Erzähl doch mal was über dein Handy.